Plumper fragt Peetsmeet: Ihr seid König auf eurer eigenen Insel mit 1000 Untertanen. Welche drei höchsten Regeln gelten auf eurer Insel? Erste Regel: Ich bin der König. Immer. Zweite Regel: Der König darf nicht verletzt, getötet oder sonst was werden oder gestürzt. Moment, das wäre ja mit Regel 1. Also der König darf nicht verletzt oder sonst was werden. Dritte Regel: Die Untertanen dürfen sich nur gegenseitig verletzen, töten oder sonst was, wenn der König das befiehlt. Das sind meine drei Regeln. Also man hat jetzt nur zwei Finger gesehen, aber ich habe eigentlich drei gezeigt. Also wenn ich voll der fette, coole König wäre auf meiner kleinen Insel, dann hätte ich drei Regeln. Mehr darf ich nämlich nicht haben. Und zwar, das Königswort ist Gesetz und ist Folge zu leisten, natürlich. Dann Säppchen am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen, also tägliche Säppchenpflicht. Und ich werde dafür sorgen, dass immer genügend Säppchen für jeden natürlich bereitsteht, kostenlos. Und das Letzte, Arbeit, Arbeit, denn lang lebe der König. Okay, König auf meiner eigenen Insel und drei Gesetze. Ich glaube, das erste Gesetz wäre schon, dass Ordnung gehalten werden muss. Aber das Problem ist, dass Ordnung gehalten werden muss. Das muss ja auch in ganz viele Untergesetze geteilt werden. Heißt also, das erste Gesetz wäre auf jeden Fall, dass niemand den anderen umbringen soll wegen irgendwas, weil sonst haben wir ja totale Anarchie. Das zweite ist auf jeden Fall Spaß haben. Und das dritte ist, zu jeder Zeit muss der König geehrt und verehrt und bedient werden. Ganz klar, Regel 1, habt Spaß am Leben. Regel 2, verdammt, jetzt habe ich mir gerade was überlegt. Regel 2, Regel 2, komm herbei und finde dein Ziel. Ah ja, Trolls sind ausdrücklich erlaubt, ja. Fuck. Und Regel Nummer 3. Alle handeln nach meinem Gesetz. Das Gesetz bin ich. Ja, ich. Wisst ihr Bescheid? Wenn ich König auf einer einsamen Insel wäre, ja, mit 1000 Untertanen, dann wäre auf jeden Fall schon mal die erste Regel, dass meine Entscheidungen nicht in Frage zu stellen sind. Die zweite Regel ist, dass Gewalt verboten ist, außer ich ordne sie an. Oh, und die dritte Regel ist, was ist denn die dritte Regel? Weiß ich auch nicht. Man bräuchte viel mehr Regeln, wenn man vernünftig was auf die Beine stellen will. 1000 Untertanen, das ist ja viel zu viel. Die dritte Regel ist, also dadurch, dass ich schon gesagt habe, dass meine Entscheidungen nicht in Frage zu stellen sind, kann ich ja beispielsweise schon mal einteilen, wer was macht. Ist schon mal gut. Gewalt ist verboten. Die dritte Regel ist, dass niemand was auf eigene Faust machen darf, sondern ich oder jemand, den ich bestimme, das vorher absegnen muss. Und dann hätten wir, glaube ich, was Tolles. Ja, kurz Frage beantwortet, Frau Pietz mit mir gezwungen worden. Also ich würde auf jeden Fall sagen, die höchste Regel ist 50 plus 1, also Demokratie. Ich bin König. Ich will echt gerne König sein, das ist voll ätzend. Drei höchste Regeln noch. Also auf jeden Fall, ich würde die Demokratie einführen mit der 50 plus 1 Regel, ja? Und daraus würden sich dann alle weiteren Regeln ableiten. Tja. Dann. Boah. Ich würde tatsächlich dann sowas einführen wie die Würde des Menschen ist unantastbar, ja? Also wirklich so. Ich bin voll der Freund davon. Drei höchste Regeln. Erinnert mich gerade total an hier die Regeln der Robotik. Weißt du, du darfst keinem Menschen Schaden zufügen. Du darfst dir keinen Schaden zufügen, außer du musst deinen Menschen beschützen und so weiter. Deswegen bin ich da gerade ein bisschen überfordert und belasse es bei der Antwort, die ich gegeben habe. Ich würde eine Demokratie einführen, aus der sich alle Regeln ableiten. Sorry.